Hey Leute und willkommen zurück zu Subnautica. Ich mache mich direkt mal daran, das Tiefenmodul für unser Zyklopen zu bauen. Oder, weiß ich gar nicht mehr, wie habe ich den genannt? Subnova, glaube ich. Das ist ja immer hier, aber das Problem ist, haben wir kein Tiefenmodul Stufe 1. Das ist schwierig. Achso, die sind fertig. Kann man hier was bauen? Nee, ich glaube nicht. Da müssen wir mal gucken. Ich habe vergessen zu speichern gerade. Speicher, Speicher, Speicher. So. Und wieder volles Inventar. Ich würde sagen. Ach, ich weiß nicht, ob ich die im Raumschiff lassen soll. Ah, jetzt weiß ich, warum wir so wenig Platz haben. Hier wegen. So. So. Ja, theoretisch hätten ja auch zwei gereicht. Guckt euch mal an, wie viel da noch dran ist. Oh, ich habe mich leicht erschrocken. Jetzt muss ich gucken. Das Tiefenmodul. Hey, hatte ich da nicht eins? Tiefenmodul Stufe 1. Ja, schwierig. Also, das ist cool. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung jetzt, wie wir das machen sollen. Aber hier ist noch. Das bauen wir noch. Titan, Lithium und Diamant. Titan, Lithium und Diamant. Einmal Lithium, einmal Titan. Viermal Diamant. Lithium, Diamant, Titan, viermal Diamant. Ah ja, genau, da hatten wir ja so viel. Oh, ich glaube, die Diamanten werden eng. Verdammt, oder? Nein. Ja, wir müssen Diamanten sammeln. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, wir brauchen die nicht. Ja, wir sind Diamantpleite. Dann auf nach unten. All systems online. Achso, das kann ich ausrüsten über 3. Interessant. Aber ich will nicht, dass da auf einmal was abgeschossen wird, was ich noch nicht abschießen will, deswegen nicht ausrüsten. Ich würde sagen, wir gehen in die geliebte Pilzinsel, Höhle. Und dann genau an Land, da waren wir gar nicht. Da gehen wir dann auch in diesem Part hin. So, einmal hier runter. Dann schnappen wir uns die ganzen Diamanten weg. Mann, Fische, immer diese Fische. Ach, hier hätte ich auch mit dem Krebs runter können. Fällt mir gerade ein. Das ist Magnetit. Ich sag die zwar nicht, wir haben genug davon.
Also wenn das jetzt Kupfer ist, nee, dann wäre ich hier wirklich nochmal mit dem Krebs runter. Hier sind zwei Ärzte, wir brauchen vier Diamanten. Merken, vier. Hoffentlich schwimme ich hier nichts in die Arme. Ah, das sieht gut aus. Doch wieder. Ah, ne. Das ist ein Fisch. Das sah gerade aus. Als läge da noch ein Erz. Ah, Mann. Ich glaube, ich auch beides Gold. Da ist noch ein Erz. Naja, Lithium können wir aber auch gut gebrauchen. Magnetit, genau. Magnetit. Noch nicht ganz ein Grund, hier runterzukommen mit dem Krebs. Kommen hier Rohstoffe hoch. Hier ist auf jeden Fall sau heiß. 40 Grad. Stand gerade rechts unten. Ich weiß gar nicht, was die Seemotte aushält. Temperaturen technisch. Das ist auch wieder Lithium. Ganz viel sogar. Was ist das? Ist das auch Lithium? Ja. Hier. Sieht vielversprechend aus. Einmal. Das war's aber auch schon wieder. Da ist auch noch was. Ich sollte mir angewöhnen, nicht während der Fahrt rauszuspringen. Pass auf, mein Freund, pass auf. So, jetzt halte ich vorher an. Sieh zu. Da. Gold. Diamant 2. Das ist wieder der Radioaktive. Das dauert doch ein bisschen länger als gedacht. Haben wir schon irgendwie alles abgegraben. Liegt echt nur noch Magnetit, Magnetit rum, nicht Magna. Drei. Du bist mir zu nah gekommen. Mal sehen, was du so drauf hast. Oh, wir haben so einen Wurm gekillt. Gucken wir den nochmal an. Ah, ich dachte, die kamen da gerade raus. Hast du denn... Der Seemotter... Ja, hat er natürlich. Aber warte, ich glaube, der ist nur bewusstlos. Aber die fressen sich an dem satt. Sollen sie ruhig machen. Lithium, Diamant, ha, hier, wir können zur Insel, ich schwimme jetzt direkt zur Insel, das Diamant können wir immer noch, verwerten. Da
Dann gucken wir doch mal. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen hier rüber. Dann kommen wir erst hoch. Ja doch, richtig, hier rüber. Da ist die Insel. Ach, warte, das sind zwei Punkte. Den Meeresboden gesunken. Ist das die 300 Meter? Na, 250 ist die tief. Stimmt, bei dem einen waren wir ja noch. Das war ja da so ungemütlich. So, hier ist doch gleich der Ausgang, ne? Vorne zumindest. Hier, das sieht gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Hier kommen wir raus. Auf zur Insel. Trockenes Land. 1 Kilometer von hier. Sollte relativ zügig erreicht sein. Oh, wir sind ja ganz gut im Tempo. Da kommen wir gleich schnell hin. Wobei, ich glaube, ich mache noch eine Folge hier nach. In der Aufnahmesession. Da gucke ich mal, wie wir die Stufe 1 für den Zyklopen hinkriegen. Also für die Tiefen-Effizienzmodul. Tiefen-Modul. Ach, ich weiß nicht. Auf jeden Fall das Modul, was wir brauchen. Oder besser direkt einbauen. Bin aber schon gespannt, wie tief wir dann kommen. Oh. So. Ah, der Nachlader. Ah, hier haben wir eine ganz gute Anlegestelle gefunden. Frühsport oder was auch immer für eine Tageszeit ist, das ist ja irrelevant. Hätte ich eigentlich auch hier rein gekonnt. Oh. Hören wir uns einfach mal an. The long-range comms. Make contact with the other survivors. We can't be the only two that made it. Those are not the orders the captain gave me, and they are not the orders I'm giving you. This isn't chain of command, it's survival. My obligations as acting commander don't turn on their convenience. Get out of the water. If I get into trouble, I'll send you my coordinates. I can't let you go alone. Then come with me. You don't leave me much choice. Received emergency transmission from Second Officer Key. 2 hours after last activity. Rendezvous was a failure. Intercepted a transmission from Altera HQ. Seems they sent a data package to the Aurora. We were intercepted by a Leviathan-class Predator before we could reach the ship. Consider the CTO and I lost at sea. Be safe. Keen. Out. Zwei Kilometer. Na, wobei, ist gar nicht so weit von uns weg. Radioaktives Gebiet, schätze ich mal. Kurz vor dem Reaper-Gebiet. Das ist bestimmt das, was wir da gesehen haben, mal. Gucken wir uns auf jeden Fall auch noch früher oder später an. Das ist ja alles, gehört ja alles zur Story. Sagen, die ganzen Sachen können wir uns ja mal durchlesen mit der Zeit. Ja, wenn wir alles eigentlich fertig haben, dann wird ja auch nicht mehr wirklich was zu tun sein. Und es wird natürlich wieder dunkel, also Abendsport war das eben. Und runter.
Das war knapp mit dem Fisch. 28 warmes, Grad warmes Wasser. Das ist auf jeden Fall sehr gemütlich. Was wollte ich denn jetzt bauen? Genau, Rumpfpanzerung. Ein Frachtmodul brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja unsere eigene Fracht hier eingebaut. Stimmt, ich könnte ja theoretisch auch zwei Panzerungsmodule reinbauen. Ob das dann... Ne, sag bloß. Moment mal gerade. Ihr wollt mich doch hier echt ärgern, oder? Da stand doch drin. Quasi für alle. Also, universal, genau. Na toll. Bringt das dir was? Ich lasse einfach mal drin, ist ja egal. Auch wenn es nichts bringt, es ist einfach mal drin. Was hast du hier noch? Achso, das. Ah. Stahl, Nickel, Erz. Ja, Nickel, Erz, das ist das Problem. Ich habe noch nie Nickel, Erz gefunden. Was ist das alles, ey? Den Motto brauche ich ja nicht. Warte mal. Wie tief dürfen wir denn mit dem Krebs? Nicht, dass wir da noch ein Problem kriegen. Und den gucken wir uns mal von unten an. Cool. Ah, wir sind ein bisschen zu lang für das U-Boot. Die Pflanzen hervorragend. Oh, 900 Meter. Krass. Kriegen wir es noch hin? Kriegen wir es noch hin, die Animation? Ja. Hä? Das war knapp. So. Uns fehlt ja eigentlich nichts mehr, ne? Was halt Deko, aber die ist ja egal. Ja. Uns fehlt nichts mehr. Mir fällt aber ein, ich könnte noch ein paar Vorbereitungen treffen. Uno momento. Da muss ich mir aber auch ein bisschen Kopf drüber machen, wie das geht. Ich hole mir Teile mit, die ich dann später als Außenposten verbauen kann. Und das sollte das einzige Glasteil sein, was ich unten baue. Weil das wird auf jeden Fall sehr viel aushalten müssen. Oh, oh, komm. So. Ich würde gerne noch ein bisschen Titan mitnehmen. Aber habe ich nicht mehr. Auch hier. Ein Quarz. Plus... drei Quarz brauche ich. Drei Quarz, zwei Titan plus drei Titan sind fünf Titan, sagen wir mal acht Titan für Spielraum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 3 habe ich noch übrig. Da brauche ich noch ein bisschen Titan, zwei Magnetit und Aerogel, weil das bringt mir nur das bringt mir Luft. Weil ja. Ich will noch ein bisschen Titan.
Und Magnetit, genau. Wie viel war das jetzt? 2. Aerogel. Da ist das Aerogel gewesen. Aber hat Song wegen Magnetit, da müssen wir nochmal runter. So. Ja, wir müssen nochmal runter. Guck aber nochmal zur Sicherheit durch. Nee. Also gleich nochmal zusammenrechnen. Ich mach das gerade hier mit. So. Ich würde sagen, ich filme dann nochmal gerade runter, bis ich das Magnetit habe. Ich filme wieder rauf. Ich brauche aber gerade noch ein Stück Eisen. Oder gesagt Titan. Ah, ist mein Titan. Ach, was soll der Mist? Lass fallen. Ja, damit. Ah, Fischis. Habt ihr das gesehen? Die Warper kommen schon bis hier vorne hin. Ich zieh um. Ich glaube, wir haben da was geweckt, was wir nicht hätten wecken sollen. Wir haben, glaube ich, den ganzen Planeten geweckt. Aber die Musik ist ganz gemütlich. Oh, ich schwimme hier ganz ohne Licht. Da sehen die Fische mich nicht, wenn ich an denen vorbeischwimme. Und dann können die mir nicht jedes Mal reinschwimmen. Seit wann sagst du das denn zweimal? Oder hat die das immer zweimal gesagt? Ich habe da nie drauf geachtet. So, dann gucke ich gleich mal für das Tiefenmodul unserer Subnova. Wir sind aber erstmal am Ende einer Folge. Ah, okay. Wir sind erstmal am Ende einer Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.